meine Motivation war es, dass meine zweijährige Tochter immer ihr Spielzeug unter dem Sofa verschwinden ließ. Und es war immer relativ schwierig, es herauszufinden, beziehungsweise überhaupt zu schauen, was dort drunter liegt. Ja. Und die erste Idee war natürlich, meinen Staubsaugerroboter zu nehmen und entsprechend zu modifizieren, dass er unterm Sofa fährt und das Spielzeug vorbeiholt. Er war allerdings leider zu hoch. Also haben wir beschlossen, mit Hilfe der Raspberry Pi Plattform einen eigenen Roboter zu bauen, der eben klein genug ist und mit dem man einmal zumindest unter das Sofa fahren kann, schauen, was dort ist und es dann halt entsprechend auch herausschieben, wenn man etwas findet. Was Sie brauchen, ist ein Android-Handy oder ein Android-Tablet. Ich würde ein Android-Tablet empfehlen, weil man mehr sieht. Und Sie sehen dann genau, was der Roboter sieht und haben eine Fernsteuerung. Das heißt, Sie können links drehen, rechts drehen, vorwärts und rückwärts fahren, verschiedene Geschwindigkeiten. Und wir haben sogar eine Lampe eingebaut, weil es unter dem Sofa natürlich meistens sehr dunkel ist und Sie sonst nicht sehen. Unsere Idee ist es eigentlich, die Haushaltselektronik, die bereits existiert, wie zum Beispiel Staubsaugerroboter oder Rasenmäherroboter, entsprechend zu ergänzen um intelligente Funktionalität, wie zum Beispiel für einen Staubsaugerroboter klassisches Babyspielzeug einsammeln und zum Beispiel für einen Rasenmäherroboter zum Beispiel Äpfel einsammeln, weil bisherige Rasenmäherroboter fahren immer über die Äpfel drüber, das lockt die Wespen an und diese Dinge interessieren uns sehr. Und deswegen wollten wir hier zeigen, was mit der heutigen Technik schon möglich ist. Wir haben eine Website zusammengestellt, wo Sie die Baupläne haben und Sie können sich selbst natürlich einen zusammenbauen. Die Software stellen wir als Open Source zur Verfügung.